Nee, das war auf jeden Fall gut gemacht. So, und dann machen wir heute das Finale. Ich würde auch sagen, wieder auf normal. Gibt zwar ein bisschen weniger Kohle, aber... Nach der Million, die wir da eingangs heute bekommen haben, da ist das ein bisschen zu verschmerzen. Da kann man tatsächlich nachher noch mit dem neuen anfangen. So, okay, schwerste Panzerung. Und meine Partymitglieder, Einladungen werden raus. Ich hätte jetzt gedacht, das dauert wieder ein paar Minuten, weil normalerweise muss man mal warten, bis die nächste Alter. Ja, ja, ich glaube aber, das liegt daran, dass man, wenn man nicht im Apartment ist. Da ich ja jetzt, dass wir, da wir jetzt alle im Apartment sind. Ich hab da eine Marke von der Fahrt. Was hast du, Baby? Die Baby ist heute ein wenig leise. Die können, kannst du das noch ein bisschen hochdrehen bei dir? Kann ich versuchen, aber ich glaube, den Fitze an. Ja, einfach den Mix bei der Party-Einstellung. Wenn die ein bisschen mehr Power geben. Das Baby, das ist ganz einfach. Du musst einfach nur das Ding ein bisschen mehr an deinen Mund nehmen. Ach Gott. Alter, warum immer diese zweideutig? Also wir haben Sonntagmorgen und da kommen schon so zweideutige Dinge rein. Weil's muss. Halt muss. Nein, das. Wir sind hier total seriös. Ihr sagt Bescheid, wenn ich da. Ich kann bei Iwönchen nicht seriös bleiben, es geht nicht. Ah, toll. Und wenn ich ihn quer nehme, kriege ich mehr. Was, wenn du ihn quer nimmst, kriegst du mehr rein? Entschuldigung. Aber ich habe nichts anderes verstanden jetzt gerade. Ihr sagt Bescheid, wenn ihr, wenn es losgehen kann. Also wegen mir kann es losgehen. Okay. Baby, bei dir auch? Ja. Da, let's go. Ja, ich glaube, Baby ist breit, dass wir loslegen können. Ich hab jetzt durch den Gegend geglitscht. Bitte was? Du bist gerade durch den Bildschirm da geglitscht. Ja, das Spiel hat immer noch so ein bisschen seine. Ja, irgendwer klingelt hier. Ja, ja. Du auch. Die Männer mit der weißen Jacke kommen gleich. Das hätten wir eigentlich alle machen müssen. Einfach alle weiße Jacken anziehen müssen. Boah, der Typ, ey. Aber gut, danach sind wir ihn los. Ich glaube, der macht den nächsten noch mit, ne? Den wirst du auch nochmal bei den Basismissionen sehen. Ja, das ist mir schon klar. Bei mir mich nervt der Typ. Ich finde den irgendwie total komisch. Dann haben die Programmierer ja alles richtig gemacht, wenn der den richtigen Effekt hat, der Charakter. Ja, natürlich, klar. Vielleicht geht der gleich auch so einfach. Wir haben uns schon so ein bisschen Gedanken gemacht über die Rollenverteilung, wie wir das machen. Wir haben einen Tipp bekommen. Ja, wir werden es gleich machen, wenn der da fertig jetzt mit seinem Gequatsche. Baby macht die Gefangene. Die darf gefesselt werden. Die sind noch nicht eingeteilt, die Rollen. So, ich mache den Wärter, würde ich sagen. Oder hat da jemand irgendwie Interesse dran an dem Job? Ne, ich mach den Sprengmeister. Mit Markus, Hubschrauber. Du machst den Pilot und nimmst die Velo? Das wollte eigentlich ich machen, aber gut, ich mach den Piloten. Nee, dann pass auf, dann mach du den Sprengmeister, dann geht der Dings Thomas auf den Piloten. Nein, mach ruhig. Wenn ich Pilot machen soll, mach ich Piloten. Nein, alles gut, das ist jetzt nicht festgemalt. Wenn ihr das irgendwie machen wollt. Wenn der Thomas das gern machen will, dann lass ihn machen. Mir ist das egal. Ja, dann mach was so. Dann kriegt der Thomas auf den Piloten. Und dann gehe ich mit Baby unten. Als Hänfling. Wie ist denn der Häfling? Der Hänfling, ja. Richtig. Da steht sie doch voll drauf auf die Fesselspiele. Hast du schon wieder Thomas verraten, was wir so gemacht haben, Baby? Ist das so in Ordnung oder alles so? Dürfte passen, ne? Von mir ist das.
Warte mal, Werther. BBS können... ist wie eine Schwester für mich. Die verrät mir alles. Die Frage, Moment, warte mal gerade kurz. Bei Werther und Helfling, welcher von denen hat das komplette Waffenarsenal? Ich glaube, der Werther hat das, ne? Der Häftling hat keines, genau. Ja, nee, dann passt das so. Der Häftling hat, glaube ich, nur eine Pistole. Ja, genau, der kriegt ja die Pistole am Ende, ja. Nee, dann passt das so. Ja. Bibi kriegt die Pistole in Popo gesteckt. Ja. Gut, dann. Ja, Pistole. Denk dran, ich bin der böse Bruder, der dich dann verhauen kommt. So, dann, let's go. Ach, Markus, streamst du eigentlich gerade? Ja, ne? Ja. Okay. Also, falls ihr die andere Seite sehen wollt, dann einfach bei Markus mal auf dem Kanal. Ist natürlich verlinkt. Thomas, wie sieht es bei dir aus? Du streamst auch oder nimmst du auf? Oder wie sieht das? Läuft auch. Okay, gut. Dann muss ich dich dann noch... Die Beine runterwarmen. Ja. Diesmal habe ich auch die Beschreibung geändert. Ja. Und den Rahmen weggemacht? Den Rahmen? Ja, den Kommentarrahmen. Den kriege ich nicht weg. Den kriegst du weg. Du musst einfach nur Hakenbein einstellen. Sagen wir dir dann beim nächsten Mal. Mach mal gleich, dann, wenn wir fertig sind mit der Mission. Das kriegst du weg, weil das brauchst du nicht. Das brauchst du nur, wenn du 20.000 Leute hast, die jedes Mal zugucken. Das brauchst du aktuell nicht. Genau. Das sieht nämlich doof aus, wenn die Leute das sich angucken wollen. Dann sieht man das ganze Bild schon. Dann muss ich dich auf jeden Fall noch verlinken nachher. Also, die Folge, die Folge kommt ja für euch später raus als für uns. So, okay. Ich glaube, ich nehme die Baby mit, ne? Dich brauche ich von mir, Gott. Genau. Und ihr fahrt ja extern. Und ich gehe ab zum Flughafen. Ja, genau. Let's go. Und warte dann, bis die Zeit auf 3 steht, bevor ich starte. Wann ihr startet, ist okay. Wichtig ist, dass wir uns dann relativ schnell eingeholt bekommen. Du kannst, glaube ich, auch fliegen. Du darfst nur nicht das Hollywood-Schild überschreiten. Sonst triggerst du die Jets. Ich bin das gewohnt mit der Zeit. Oder so. Nee, egal. Also wenn das funktioniert, dann macht ihr das genauso, wie es euch passt. Würde ich sagen. Muss ich erstmal den Bus abfangen. Genau, ja, wir gehen. Baby Jung ist ja unterwegs, wir holen den anderen jetzt. So, diesmal haben wir alle Stimmen offen, dass wir das quasi auch mitbekommen, was wie es mit den anderen aussieht gerade. Und das ist immer bei diesen 2-2 Missionen ein bisschen schwierig, wenn alle dazwischen quatschen. Durcheinander quatschen so. Nein. Oh. Ich glaube, mein Spiel hängt da. Ne, tut's nicht. Ich hatte gerade einen übelsten Lag drin. Ich dachte mir gerade, jetzt kackt mein Spiel ab. Mann, ey, ich hasse die. Hattet ihr auch gerade so einen übelsten Hänger drin im Spiel? Nee. Okay. Einen Hänger habe ich schon die ganze Zeit. Oh Gott. Okay. Jetzt. Was denn? Kein Kommentar. Markus, was meinst du gerade bei dir? Ach nein, ich wollte nur gerade den Busfahrer töten und dann kam natürlich auf der anderen Straßenseite mir ein NPC entgegen und dachte sich, ach, da kommt ein Auto mir entgegen, ich fahre trotzdem weiter. Das ist lustiger. Naja, normal. Die sehen nur Waffe. Oh, ich muss durchdrehen. Oder dieses sinnbefreite Rüberziehen, ohne zu blinken oder ohne zu gucken. So, wir sind jetzt in 300 Metern im Bus. Ich bin schon im Flugzeug aufs Rollfeld. Okay, sehr gut. Begib mich in die Startposition. Wichtig ist, dass ihr beide euch absprecht, wie wir es machen. Ich habe das immer so gemacht, dass ich, wenn ich die Buzzard geflogen habe, den Jets zu dem von dem Flugzeug die Jets angelockt bekomme. Dass ich die quasi wegschießen kann. Dass sie quasi mehr oder weniger zu mir gefahren werden, zu geflogen werden. So, wir sind im Bus.
Und ich fahre jetzt gerade mit dem Originalbus Richtung Gefängnis, um den dann dort zu zerstören. Okay, sehr gut. Hä? Die erinnerst du. 342 steht auf der Startposition, wartet nur noch auf Freigabe. So, wir sind jetzt unterwegs Richtung Gefängnis. Relativ kurz landen. Mhm. Boah, die Baby ist total langsam, total leise. Das ist. Ich muss echt genau erinnern. Die ist immer leise. Nee. Jetzt auf einmal so lauter. So. Ja, also heute ist sie wirklich sehr leise, muss ich sagen. Also wir fahren jetzt uns gerade ins Gefängnis durch das erste Tor durch. Sind jetzt in der Schleuse drin. Parke im Gefängnis. Achso, der quatscht noch mit denen. Ja. So. Ich zerstöre jetzt den Originalbus. Gut, wir fahren gerade rein. Okay. Ach, nee, hat mich gerade die Drogenlandfahrer von Oman aufgeräumt. Ich fliege jetzt gleich los. Man hört schon irgendwie explodieren. Irgendwo ist gerade schon was hochgegangen. Ich fange jetzt an, die ersten wegzuschießen und dann kannst du quasi dir die Waffen einsammeln. Sammel dir hier schon mal rechts links die Waffen ein, Baby. Ich Hast bin du? Schon abgehoben, ne? Wir ja, sind jetzt... Ist, ja. Dass du abgehoben bist. Hier, Baby, direkt vor dem nächsten Wärter noch die Dings mitnehmen. Und dann hier hoch. Hi, hi, hi. Lass mich ein bisschen vorgehen, bitte. Oh. Weil ich habe doch das Waffenarsenal. Denkt dran, also einmal sterben ist für euch okay, ist in Ordnung. Aber das würde ich gerne halt übernehmen, dass wir... Genau, du willst das Sterben übernehmen? Ja, also, das wird wahrscheinlich... Das wird... Scheiße, warte, wir müssen zurück, Okay, dann geht's nicht da lang. Ich find's gut, dass du dich für die Allgemeinheit opferst. Ja, das meine ich nicht, aber dass wir quasi den. Dass wir den. Dass wir das Sterben übernehmen. Weil wir haben ja. Ja, weiß nicht doch. Nein, alles gut, aber das mit dem Sterben ist normalerweise mein Job eigentlich. Nee, dein Job ist immer, dass beim nicht entdeckt werden, entdeckt zu werden. Ich weiß nicht, was du meinst. Mein bitte. Job ist das Sterben. Hast du ja bei den letzten Missionen gesehen. So, ich bin auch schon im Himmel. Wir holen jetzt Rakowski ab. Okay, ich bin jetzt gleich übers Hollywood-Schild. Jo. Ach mein Gott. Ich hol gleich Rakowski ab. Ja, warte mal bitte durch, ich muss hier. Okay, bin jetzt drauf. Über den Berg rüber. Ja. Jetzt beginnt die Party. Aber bis jetzt wird mir noch kein Jetzt kommt der Jet. So, die sind weg. Ach, da hinten steht noch einer. Boah, ich hasse das, wenn du auf der Treppe steht und du nicht zielen kannst. Jetzt. Bist du hinter mir, Baby? Wir haben jetzt gerade die Welle. Warte mal ganz kurz, bitte, bevor du jetzt triggerst, weil ich will kurz nur mich mal kurz ernähren. Alter. So, Snick. Jetzt, ja. Das war der erste. So, wie sieht's bei dir aus mit dem Leben? Alles gut? So, dann kann ich ihn jetzt triggern. Alter. Wir haben jetzt die erste Dings angenommen. Wir sind jetzt gerade bei Raschkowski. Jo. Der kriegt jetzt die Pistole in die Hand.
Also bisher läuft's. Den ersten Jet habe ich schon abgeschossen. Sehr gut. Ja, wir sind schon gut dabei. Da kommt der nächste. Direkt hier hinter Deckung. Da vor. Hör mal, bin ich gerade schwer geschossen. Und da kommt der nächste. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Ich bin bei dir in der Nähe, ne, damit ich schön zu dir komme. Ja. Irgendwo, da muss noch einer stehen. Wir lassen uns Zeit, ne? Wir machen uns keinen Stress jetzt irgendwie. Ich muss ja gerade gucken. Hab ich ihn? Ja, er stürzt ab, gut. Er hat auch so ein paar schöne Pirouetten gedreht auf dem Weg nach unten. Das sah schön aus. So, hier ist jetzt die nächste Welle. Die nächste Welle ist erledigt. Baby, brauchst du hier die Panzerung? Wo seid ihr? Wie sieht das bei euch aus? Gut. Weiß ich nicht. Baby? Der nächste stürzt ab. Und weg. Was kannst du? Yvonne, wie sieht's bei dir aus? Ich verstehe kein Wort. Ich bin auch im grünen Bereich. Okay. Sie ist doch im grünen Bereich. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Kannst du mit vorziehen? Damit wir weitermachen können? Ja. Weil hier muss nämlich die nächste Welle, das nächste Ding abgesäubert werden. Wir sind momentan. Da hinten ist eine Weste zum Beispiel für dich. Wenn du willst. Okay, dann. Ja, dann können wir weiterziehen. Dann zieh ich dir das. Hier, willst du die Weste haben, Baby? Bei mir sieht es im Leben noch gut aus, ja. Wir machen weiter hier. Wir ziehen jetzt den nächsten. Wir sind jetzt an den Bussen oben. Noch drei. Vorsicht, Thomas. Ich habe gemerkt, der hatte mich anvisiert. Ja, ja, der ist ein bisschen sehr stramm an mir vorbeigeflogen. Da kommt schon, wir sehen an jetzt. Ich weiß, dass du hier rechts neben mir stehst, Kollege. Jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich dich. Jetzt kommt noch einer. Ich bin schon auf dem Weg. Davor. Der ist tot, der eine. Jawohl, hier ist Luft.
Boah, Alter, die schießt aber auch. Gut. Vorsicht, Thomas. Das Gute ist, dass die Willum wendiger ist als diese Jets. Ja, wenn die kleiner ist. Yes. Treffer versenkt. So, die Frage ist, wo steht denn der Letzte? Da bist du. Ich glaube, den habe ich erwischt. Noch nicht. Komm, komm, komm. Jetzt habe ich ihn. Okay, geh zu Hole Raschkowski ab. Ja, ja, wir sind durch, wir mit dem Durchkämpfen. Wir haben noch Maximum die Cops. Wir kommen jetzt raus. Treffer, ja, senkt. Ich glaube, da kann. Ja, wir nehmen den. Setzt euch an den Polizeiwagen. Hier, Baby. Komm, 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 komm. Dann müsste Thomas ja bald landen können, ne? Wir haben, sind unterwegs raus. Wir sitzen jetzt im gepanzerten Streifenpolizeiwagen in so einem SWAT-LKW und räumen jetzt gerade jetzt den Weg frei. Die Jets sind weg. Ich glaube, du kannst jetzt, glaube ich, landen, Thomas. Wir fahren jetzt auf die Schienen raus, damit wir... Mein Gott, ey. Da ist ein Polizeiwagen mit Blaulicht. Was machen wir als LKW-Fahrer? Genau, wir setzen uns genau davor. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Erstmal hochziehen. Habt ihr noch im Luft, dass er noch ein bisschen brauchen kann? Weil wir müssen die Kopf da aufschütteln. Ich weiß nicht, wie es mit dem... Thomas, wie sieht es bei dir aus mit Kopf? Ich bin gelandet. Wie seid... Hast du die Cops los? Bring ihn doch jetzt einfach zum Flughafen. Okay, dann bring ich euch zum... Hol ich den zum Flughafen, ja. Das wird jetzt eh nicht. Die werden eh dranbleiben. Du hast einen Gefängnisausbruch gemacht. Nein, ich werde mal über die Schiene im Tunnel landen stehen. Aber okay, wir machen uns dann... auf zum Flughafen, ja. Wir kommen zu euch. Ich stehe schon am Rollfeld parat. Ja, wir sind auf an, wir bewegen uns gerade dorthin. So, das reicht zum Anheben des Vogels. Sehr gut. Du bist der Heli hinter uns, Markus, ne? Ist ein Ja. Nee, nimm den Polizeiheli raus, der hinter uns kommt. Das sind ja, zwei ja. Stück. Wir steigen jetzt. Er macht das schon, ich stehe hier schon. Ja, wir kommen jetzt. Umsteigen. So, alles weg. Danke, oh. KI. Ich wollte einsteigen. Was macht der? Er läuft natürlich direkt rum. Er läuft voll in den Rotor. Aber du müsstest eigentlich noch. Ich war im Einsteigemodus. Ja, bist du jetzt wieder da? Ja. Mensch. Ja, ja. Nicht immer so viel rum. Kaprappern. Ja, wir sind da. Komm, komm, komm. Sauber. Das war vielleicht nicht so ganz gut. Das war ganz, nicht so ganz clever. Das war sehr gut. Das war nicht meine Absicht. Alles gut. Ich habe versucht, die Helikopter anzuvisieren, der hat umvisiert. Oh Mann, das war wieder so ein typischer Fail, ey. Ah, GTA.
Oh oh, oh oh. Toll. Alles gut. Noch raucht nichts, noch passiert nichts. Jetzt sind wir hoch. Wir gehen jetzt hoch, ja. Wir sind oben. Oh, die Helis. Oh. Ja, ich kann jetzt aber auch schlecht schießen, ihr seid direkt in der Nähe von dem Heli. Hm. Macht ihr so nichts. Einer die weg. Die Maschine qualmt schon. Aber egal, kriegen wir noch den. So, Helis sind weg. Sehr gut, Leute, sehr gut. Weiß ich, vollkommen einer. Ja, aber das war wieder typisch GTA, weißt du, ich will einsteigen von der rechten, von der linken, von der rechten Seite, was läuft hier? Genau von dem Flugzeug drumherum in den Heli, in den Rotor, in den Propeller. Aber trotzdem, super gemacht. Hat wunderbar funktioniert. Jetzt dann höher zu gewinnen. Ja, weil der Punkt ein bisschen höher ist, genau. Auch aus einem anderen Grund. Ja, weil wir absteigen. Oh nein. Ich habe Angst. Nein, weil die Maschine ein bisschen abbekommen hat. Ja, alles gut. Für mich sieht es aber nicht so aus, als würde noch im Notfall im Gleitflug reinkommen. Na, so ein bisschen raucht es ja hier unten. Jetzt sehe ich es gerade auch. Ich bin schon dabei, an die Helis ranzufliegen. Ja. Na komm, zeig mir den gelben Punkt. Ah, die fliegen bisschen, an uns vorbei. Der ist ein bisschen unter euch. Der Punkt, der zeigt gerade ein bisschen was von unten an. Bei mir blinkert gerade das Polizeiding, also könnten ja gleich weg sein. Bei uns auch. Ihr seid doch gleich in der Absprungzone, wenn ich die Bucht da vorne sehe. Mhm. Nein, das macht's automatisch. Ja. Wenn ihr da reinfliegt in den Kreis, springt der automatisch ab. Jetzt. Jo. Spring, kleiner Händfling, springen. Hui. Trau dich. Oh nein, ich hab schon wieder Angst. Das kann nicht gut gehen mit mir. Mit X könnt ihr den X ziehen. Hier, wenn ich dann gleich lande und euch abhole, dann bitte aufpassen, nicht dass das gleiche nochmal passiert wie gerade eben bei Cap. Dann lasst uns bitte erst landen. Ja, mach ich ja, deswegen stehe ich ja hier in der Luft. Hm. L1, ich sehe euch, seh euch ja hier gerade an mir vorbeisegeln. Ja, dann muss nur halt nicht sterben, sonst ist das Ding umsonst. So, ich bin schon mal safe unten. Mhm. Im Zweifel landet ihr im Grün und geht zu Fuß. So, ich komme schon mal langsam nach unten gesegelt. Sehr gut. Hey hier. Hä? Aber gut gegangen. Ich lebe noch. Sehr gut. Ja, ich stehe hinter dir. Also. Diesmal hat es funktioniert. Wir wollen schwimmen eine Runde. Ja, Baby. Na, der hat die sichere Variante genommen, ist im Wasser gelandet. Ich warte mal noch kurz, bis Baby auch am Strand ist, weil sonst rennt sie mir vielleicht hier irgendwo rein. Ja. Und jetzt landet Markus, wir werden einfach wegrotort und dann ein bisschen gefällt. Und jetzt landet Markus direkt auf Baby, ne? Und Baby stirbt. Also damit hätte ich kein Problem. Oh mein Gott. Sind wir da noch vorne? Ja. Und jetzt bitte hinterm Einmal Heli. Alle einsteigen, und jetzt bitte hinterm Heli durch. Ist jetzt fort. Alle drin? Nee, alle drin. Oh Gott. Die Sache, ich übernehme das Sterben.
Dass du das aber gleich so dramatisch unter Beweis stellen musst, ist, ja. Ich halte mein Wort. Ja, ja. Wie gesagt, wollte das machen wie der Wellensittich. Ich will Karussell fahren, ab im Ventilator. Ja, aber gesagt, ich... Wie gesagt, das mit dem Auto vor Flugzeug, das war nicht meine Absicht. Ich wollte die Helis abschießen und der automatische Zielvorrichtung hat halt umgeschalten. Ja, hat ja funktioniert diesmal. Gott sei Dank, hat funktioniert. Gut gemacht, Leute, super gemacht. Platti. Ich krieg immer nur Bronze. Tja, bist halt nichts wert. Schaden an Wilhelm. Schaden an Raschkowski, wir haben keinen Schaden an ihm gekriegt. Aber wir haben zu lange, sehr lange gebraucht. Wenn das niemand erledigt, ja gut, das hätten wir schaffen können. Ja, wenn du nicht das gewesen wärst. Da kann ich aber nichts für. Ich war in der Einsteigeranimation und der geht genau vor dem Flugzeug durch. Also ich habe auf Dreieck gedrückt. Ja, ihr wolltet noch Kaffee trinken, deswegen haben wir so lange gebraucht. Wir haben Zeit gelassen. Wir haben doch gesagt, wir machen, lass uns nicht schätzen. Ach, alles. Wir sind so mit diesen Elite-Dinger so scheißegal. Gibt eh nichts extra, wenn die abschließt. Genau, Yvonne, setz dich mal neben mich, das ist gut. Ja. Sehr gut, Leute, sehr gut. So, erstmal. Wir sehen wie Brüder aus, ne? So, ich so. Ach Gott, die zwei. Ihr zwei Zuhälter, weißt du? So was für so Zuhälter. Wie Brüder sehen wir aus. Komm, mein Bruder. Oh, will das Spiel bock nicht mehr. Ich hab unspares Glas in der Hand gehabt. Das war mein. Wir gucken hier so Zeichentrick, allerdings. Der Thomas ist der Einzige von der Götze sitzt hier, oder? So, die Frage ich ist. Ich guck sowas nicht. Ach, das. Ich glaube, die sehen der Yvonne ein bisschen ähnlich, ne, dem Baby. Ach Gott, ernsthaft. Stick erledigt. Na gut. Heute kommen wir mal schneller durch. Wir sind tatsächlich jetzt bis auf den kleinen Fehl von mir durchgekommen. Ja. Ah gut, ja, mit dem Unterschied aber, dass diese Mission diesmal aber auf... hallo! Sie stand diesmal auf normal, sie stand nicht auf schwer. Ich glaube, auf schwer hat man noch ein bisschen Gegenwehr gehabt. Na gut, machen wir mal Ende hier.